Na hallo zusammen, hier ist wieder euer Telar und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal die neuen Hexer-Pet-Gestalten aus Patch 10.2.5 anschauen. Als allererstes würde ich sagen, wir schauen hier im Friseursalon uns mal die Gestalten an. Und sobald wir uns alle durchgeguckt haben, tigern wir los, sammeln die alle und dann werde ich euch die Spots zeigen, beziehungsweise da ich schon gesehen habe, einige droppen auch in Raids und Dungeons, werde ich euch natürlich auch sagen, wie selten die sind, wie lange ich gebraucht habe, bis ich die gedroppt bekommen habe. Als allererstes, wir befinden uns einmal hier in SW im Friseursalon, der ist auf den Koordinaten 61, 65. Bei den Hortlern gibt es mit Sicherheit auch einen, da müsst ihr in OG mal gucken. Und hier können wir neben unserem Charakter natürlich mit dem Hexenmeister auch die Gestalten der Pets ändern. Im letzten oder vorletzten Patch kamen ja auch einige neue Gestalten und Farbvarianten rein. Da habe ich auch schon ein Video gemacht zu diesen ganzen Wichteln und den Lehrwandlergestalten. Dann gibt es hier welche für den Succubus, ne, mit verschiedenen Farbvarianten und auch verschiedenen Gestalten. Auch für den Teufelsjäger haben wir einiges. Hier für die Teufelswache waren auch einige dabei und auch tatsächlich für die Höllenbestie. Und da sind einige Gestalten drin, die relativ cool aussehen. Die werden wir uns jetzt nicht im Detail anschauen. Da könnt ihr ins letzte Video reingucken, werde ich euch einfach auch verlinken. So, jetzt hat Blizzard auch noch ein paar neue Gestalten reingebracht, beziehungsweise auch ein paar neue Farbvarianten. Und zwar einmal für Dunkelblick und den Tyrannen, ne? Also für die beiden Pets. Ich meine, das sind beides Pets, wenn man Dämologie-Hexer spielt. Und ja, was gibt es da Neues? Naja, wir haben einige neue Farbvarianten und auch Aussehen. Also wir haben einmal Dunkelblick, das ist hier der hier. Dann haben wir einmal den Beobachter, den kennen wir aus Burning Crusade. Und dann haben wir einmal uralter Beobachter, ich glaube, das kennen wir aus MOP. Also im Thron des Donners haben wir einen Boss, der so aussieht. Und hier haben wir, glaube ich, im Blutkessel in Burning Crusade einen Boss, der so aussieht. Und dazu haben wir auch einen Haufen neue Farbvarianten, ne? Also wir haben hier das Lilane, dann komplett Albino-Weiß, sieht auch cool aus. Dann haben wir so ein Dunkelblau, ein Braun, dann ein bisschen Giftgrün, ja, wobei nicht Giftgrün, eher so Türkisgrün, oder, würde ich jetzt sagen. Dann haben wir quasi diesen anderen Beobachter in bläulich, in gräulich, dann in einem ganz hellen Grau, wieder in einem bisschen einen Grünton, einmal in Rot, das sieht schon fies aus, dann geht es Richtung Weiß und dann haben wir natürlich hier noch diesen aus MOP, wie hieß der nochmal, uralter Beobachter, genau. Diese Varianten haben wir und beim Tyrannen haben wir jetzt auch ein paar Farbvarianten. Wir haben hier dieses normale Lila, dann haben wir das Lila mit diesen roten, mit diesen grünen Leuchteffekten, was sehr cool aussieht, wenn ich jetzt den vergleiche. Also grün sieht schon deutlich geiler aus. Dann haben wir den nochmal ein bisschen in einer anderen Farbgestaltung. Hier mit, was ist denn das, so ein bisschen weiß-grünlich geht das rein. Und noch den roten, den würde ich ganz gern nehmen. Der sieht am geilsten von allen aus. Genau, das müssten jetzt insgesamt, jetzt schauen wir mal, wie viel da noch fehlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14 Stück sein. Und ja, da tigern wir mal los, tüten uns die alle ein. Und ja, ich mache das hier nach dem Add-on All the Things. Da sind einige schon eingetragen. Wenn ihr wie ich das meiste aus dem Add-on raus habt, dann ist es relativ schön übersichtlich. Und ja, das sind halt immer Bücher, die schimpfen sich Grimoire. Und dann halt hier Grimoire des düsternen Beobachters. Und einige sind jetzt hier in Kisten, die man anscheinend looten kann. Auch von dem Rare ist was dabei. Und hier bei den Dungeons haben wir auch einige jetzt in alten Raids mit drin. Zum Beispiel in Legion, aber auch in Warlords of Draenor, in Mists of Pandaria ist was dabei. Und ich würde sagen, da tigern wir jetzt los, tüten die ein und ja, dann würde ich sagen, starten wir rein. So, die erste Kiste haben wir dann einmal hier in Karasan und zwar befinden wir uns hier im Gebirgspass der Totenwinde und dann auf dem Dach von Karasan oben auf den Koordinaten 43, 72. Wir sind nicht in der Instanz, sondern wir sind außerhalb, also ihr seht, ich kann hier aufmounten. Und hier haben wir die Türe, die ja in der Instanz quasi reingeht, wenn wir die aufmachen. Ich meine, das ging vorher nicht. Haben wir hier zwar eine Mauer, aber wir können hier ein geschnitztes Auge anklicken. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir das Grimoire hier an der Stelle. Und zwar schimpft sich das, jetzt gucken wir mal alles an, Grimoire des managesättigten Beobachters. Und das können wir einmal lernen. Hat sogar eine relativ coole Animation. Und wenn das so funktioniert wie bei den anderen Grimoiren, die ich ja schon, wie gesagt, vor allem so Patches mir geholt habe, dann ist es quasi so, dass die komplett Battlenet-Account-weit sind. Heißt, wenn ihr es mit einem Hexer hier lernt, könnt ihr mit allen euren Hexern die Gestalten quasi abändern. Das nächste geschnitzte Auge haben wir einmal ein Gebiet weiter, und zwar sind wir jetzt in den verwüsteten Landen, und zwar hier unten beim dunklen Portal. Und ganz wichtig ist, ihr müsst in der Version sein, die ursprünglich hier ist, also wo man das Portal nach Burning Crusade führt, also in die Scherbenwelt, und nicht hier, wenn hier die eiserne Horde angreift. Wenn ihr hier Orks rauslaufen habt und die eiserne Horde angreift, müsst ihr hier oben auf den Kandidaten 55, 52 mit Stormy sprechen. Die bringt euch dann in die andere Zeitlinie, und dann könnt ihr hier an der Seite das geschnitzte Auge anklicken, ne? Also das ist hier einfach an der linken Seite von dem Portal. Und ja, dann haben wir das Ding hier, und zwar haben wir jetzt einmal Grimoire des verdammten Beobachters, und das können wir jetzt ebenfalls einmal lernen. Die coole Animation gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Dann habe ich das nächste Grimoire, und zwar Grimoire des rissglühenden Dunkelblicks. Und das habe ich vom Endboss bekommen aus dem Dungeon Rückkehr nach Kharasan. Das droppt sowohl im HC und im Mythic-Modus, also einfach hier von dem Endboss, von diesem großen Auge. Und wie ihr gesehen habt, im Inventar habe ich das zweimal gekriegt. Das war jetzt mein erster Run, und da ich es direkt zweimal bekommen habe, vermute ich jetzt mal, das ist eine 100% Drop-Chance. Könnt mir ja dann gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es nicht beim ersten Mal gekriegt habt. Ich habe mich jetzt gleich mal rausgeportet hier aus dem Laden, dann kann ich euch nämlich zeigen, wo der Eingang ist. Einmal haben wir es jetzt gerade schon mal gelernt. Und zwar, wir haben ja hier Kharasan, ne? Da waren wir ja vorher schon mal auf dem Dach. Und es gibt einmal den Vordereingang, also hier. Da kommt ihr in den Raid rein, und dann gibt es den Hintereingang. Da ist man früher hinten reingekommen, und mittlerweile ist das seit Legion das Mega-Dungeon. Und da müsst ihr, wir können jetzt mal kurz reingehen, jetzt stelle ich mal auf HC um. Da müsst ihr einmal komplett außen rum, beziehungsweise einmal komplett durchs Dungeon bis zum Endboss durch. Wenn ihr das Ganze nicht kennt, kleiner Tipp am Rande, ihr müsst erst hier hochgehen, dann hier runter, die Treppe rum, dann macht ihr hier ein Opel-Event, dann lauft ihr hier außen rum, geht ihr hierher und springt dann runter, und dann landet ihr, jetzt muss ich mal gucken, das ist jetzt alles ein bisschen verwirrt, dann landet ihr bei Moros, jetzt muss ich bloß mal schauen, wo da die, ne, ah, da sind wir richtig. Gästezimmer. Nee, da. Leider habe ich die Map jetzt hier nicht richtig. Ja, ist alles ein bisschen verwirrend, schwierig. Ich glaube, da sieht man es wahrscheinlich noch am besten, ne? Wenn man hier hoch. Ah, hier hoch. Also wenn ihr dann da runterspringt, kommt ihr hier zu Morose. Dann müsst ihr hier runterlaufen, die Treppe. Und könnt dann hier einmal in den Keller rein. Einmal hier rum, dann habt ihr hier ein Portal, und wenn ihr das Portal nimmt, dann seid ihr wieder oben, wo wir am Anfang rausgekommen sind. Hier, und dann müsst ihr die Treppe hier hochlaufen, die kompletten Weg nach oben, immer weiter. Dann kommt ihr hier raus, haut quasi den Kurator um, und dann geht es eigentlich immer nur geradeaus weiter. Ne? Dann kommt ihr hier raus, haut Mediv um, springt da runter, haut den Wurm um, und dann geht es eigentlich direkt hier weiter und zum Endboss. Wenn ihr da noch nie drin wart, kann es ein bisschen verwirrend sein, aber lauft einfach immer den Bossen danach, und wenn ihr beim Endboss seid, dieses große Auge, klopft es um, und dann droppt hoffentlich wie bei mir das gleich First Try. Wie gesagt, ich habe es zweimal bekommen, deswegen nehme ich mal an, es ist 100%. Gut, dann gucken wir weiter. Das nächste Grimoire kriegen wir jetzt in einem Gebäude, und zwar müssen wir hoch, einmal nach Tirisfall. Und zwar sind wir dann hier im scharlachroten Kloster, etwa auf den Koordinaten 44, 49. Also heißt, wir laufen halt hier vorne rein, dann kommen wir hier hoch, und dann müssen wir nach links abbiegen. Und in diesem kleinen Raum ist dann das Grimoire. Ne? Und da stehe ich jetzt gerade davor, also hier ist der Eingang, ne? Laufen hier rum. Und wenn ihr dann gerade zuläuft, habt ihr hier diesen Kerzenständer. Und hinter dem, ich habe es jetzt auch ewig gesucht gehabt und nicht gefunden, weil man es echt schlecht sieht, wenn man halt gerade in den Raum reinläuft. Ne? Es ist gerade verdeckt. Und ja, das können wir jetzt lernen. Grimoire des eifernden Beobachters, und dann haben wir auch schon 4 eingetütet. Dann sind wir am nächsten Spot, und zwar sind wir jetzt hier unten in Siditus, beziehungsweise um genauer zu sein in Akku, also Ankyrei, und hier nicht in der Instanz drin, sondern hier im Außengebiet, aber wir müssen jetzt quasi, wenn wir hier den Instanzeingang quasi haben für Akku 40, hier reinfliegen und dann hier bei dem Stein, da können wir das Teil anklicken, da haben wir wieder so ein geschnitztes Auge und diesmal kriegen wir Grimoire des flüsternden Beobachters. Und das lernen wir, und ich zeige euch auch genau die Koordinaten. Also wenn ihr jetzt in der Akku-Map seid, dann auf den Koordinaten 43,9 im Außengebiet quasi. Als nächstes schauen wir uns das Grimoire des düsteren Beobachters an, und dazu bin ich jetzt nach Faralas geflogen. Und zwar sind wir jetzt hier oben in Düsterbruch, und das ist etwa auf den Koordinaten 62,31. Und hier haben wir in der Mitte diese Arena. Und dann müssen wir einmal runterfliegen, ne? Also ihr seht, hier sind wir in Düsterbruch drin und jetzt einmal hier runter. Und dann ist hier eine Tür. Und da müssen wir einmal rein, müssen wir mal kurz abmounten. Und dann gleich nach links. Und dann ist hier quasi wieder so ein geschnitztes Auge, das klicken wir an. Und wir kriegen unser Grimoire. Also relativ easy. Das können wir dann auch lernen und dann können wir weiter zum nächsten. So, dann bin ich direkt beim nächsten Grimoire. Und zwar Grimoire des Teufels... Schlägertyrannen, und das ist mir jetzt auch First Try gedroppt bei Archimon. Das kann anscheinend droppen im Normal, HC, Mythic und LFR, und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das macht wie ich, dass ihr in den LFR geht. Und zwar, komm, die Bonus-Rolls können wir hier raushauen, wenn ihr nämlich den LFR anmeldet, und das könnt ihr, falls ihr das nicht wisst, in eurer Garnison. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es nur in einer 3er-Garnison geht, wahrscheinlich. Wenn ihr noch euren Garnisonsruhestein habt, ne, zieht den, dann bin ich jetzt hier in der Allianz-Garnison, also hier, ne, im Schattenmontag, Allianz-Garnison ist es hier, und hier auf den Koordinaten, ja gut, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil mein Addon hier wieder ein bisschen am Backen ist. Moment, ich glaube, ich kann das ausstellen. Position, jetzt kann ich es euch zeigen, genau, auf 33, 37 haben wir den Kollegen hier, den Ork, und dann quatscht ihr das unterste an. Und dann könnt ihr euch direkt reinporten. Ich weiß, bei der Allianz-Garnison geht's, bei der Horden müsste es auf jeden Fall auch gehen, da müsste auch ein NPC sein. Und dann seid ihr direkt hier vom Endboss, ne? Ihr könnt natürlich, falls ihr es jetzt nicht beim ersten Mal kriegt, auch Normal, HC und Mythic laufen. Ab Warlords of Draenor hast du keine ID mehr, wo du nur eine Schwierigkeitsstufe laufen kannst, sondern mit einem Char könnt ihr alle vier Schwierigkeitsstufen laufen, und zwar ist dann der Raid-Eingang hier auf den Koordinaten 46, 52 im Tannen-Dschungel. Aber ich vermute, es ist 100%, ne? Oder ich hatte ziemlich Glück und habe es beim ersten Mal bekommen. So, das nächste Grimoire soll ein bisschen komplexer sein, und zwar haben wir jetzt Grimoire des uralten Beobachters, und dafür müssen wir in den Thron des Donners rein. Ich bin jetzt nicht auf die Insel des Donners geflogen, da könnt ihr natürlich auch rein, sondern das soll auch im LFR gehen. Heißt, wir fliegen jetzt zum Mogu'shan-Palast, und zwar nehmen wir den oberen Eingang, also wir sind hier relativ weit oben, da wo auch Zistormi steht, und hier haben wir diese LFR-Anmelder. Und bei den LFR-Anmeldern können wir quasi, ich glaube der hintere müsste es sein, auch die ganzen Instanzen einmelden, und wir müssen hier Mogu'shan-Hallen der Fleischformer. Da müssen wir rein. Und dann müssten wir zu Durumu kommen. Und den müssen wir nämlich jetzt umhauen. Ja, also wir spawnen jetzt quasi hierher direkt vor Durumu. Wir müssen den linken Pfad wählen. Und falls ihr jetzt hier Thron des Donners nicht kennt, ne, wir haben jetzt erstmal auf der Plattform ein paar Mobs. Diese Mobs müssen wir einmal umklopfen. Und dann haben wir hier ja, so hier kleine Räume, da sind dann auch nochmal Mobs dran, und die müssen wir auch töten, und erst dann kommt der Boss runter. Und das machen wir jetzt mal kurz, und danach, sobald der Boss da ist und wir den einmal umgeklopft haben, müssten wir ein Item kriegen, und dieses Item können wir dann einsetzen, das müssen wir dann hier auf die Plattform schmeißen, und dann können wir so ein kleines Minigame starten, und das soll tatsächlich relativ komplex sein. Und mal gucken, ob ich das direkt hinbekomme oder ob wir ein bisschen strugglen. Da sind anscheinend dann ein Haufen Kerzen, wo mit irgendwelchen Beams verbunden sind, und man muss dann Sachen drücken. Ich habe mich da schon mal ein bisschen eingelesen, wie das funktionieren soll. Aber das gucken wir uns jetzt gleich mal an. So, also jetzt haben wir die vier Typen umgehauen. Jetzt sollte dann Durumur in der Mitte spawnen. Da kommt er. Das ist hier das große Auge. Das ist das, was ich auch eingangs gemeint habe, ne? Daher kennen wir den Boss. So, genau, da haben wir dieses Item. Ich vermute, das droppt auch nur für einen Hexenmeister. Und das sollen wir jetzt nehmen und können das hier einmal hinschmeißen. So. Okay, und jetzt, seht ihr, kommen hier lauter Kerzen. Und wir können jetzt hier ein Minigame starten. Anscheinend sollen es verschiedenfarbige sein. Ah ja. Okay. Ihr seht, da haben wir jetzt so verschiedene Pottiche. Und hier können wir jetzt sowohl die Pottiche anklicken, als auch ein Buch. Und jetzt machen wir das mal. Klicken wir mal das Buch als erstes an. Ah ja. Und jetzt werden Kerzen verbunden. Und mir wurde gesagt, man muss quasi die Beams oder die Strahlen zählen. Das sind jetzt 3 Stück. Also muss ich das anklicken und da 3 Stacks mir hochholen von grün. Und jetzt klicken wir das Buch an, dann müssten wir in die nächste Ding kommen. Ah, okay. Also jetzt haben wir das zweite. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 grün und 2 lila. Also dann klicken wir das wieder an. 1, 2, 3, 4 und 2 lila. Ah, 2 lila, okay, ja. Und, oder? Ja, das sind 2 Strahlen. Das klicken wir wieder an. Wenn es falsch ist, soll man es anscheinend dann weiter nochmal machen können. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen komplexer. Also, das ist ein grüner, 2 grüne, 3, 4, 5, 6 grüne Strahlen sind das. Dann klicken wir das mal an. 6 grüne. Dann rot ist 1, 2, 3. Das kriegen wir auch hin. 1, 2, 3. Und lila... ja gut. Fangen wir mal da an. 1, 2, 3 haben wir hier. Und dann haben wir noch 4 und 5, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Also 5. 1, 2, 3, 1. Ja genau, 5 müssten es sein. Schauen wir mal. Anscheinend war es nicht richtig. 1, 2, 3... 4, 5. Oder habe ich das anderen verkackt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also es sind auf jeden Fall 6 grüne. 6 grüne, 1, 2, 3 rote. 1, 2. Ach, da hinten ist auch nochmal 1. Moment, das habe ich nicht gesehen. 1, 2, 3. Hier ist ja auch nochmal 1. Moment. Ja, da fängt schon an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es müssen 6 sein. Hatte ich vorher 5 eingetragen, oder? Habe ich es verkackt? So, okay. Drücken wir das nochmal. Okay. Jetzt wird's hier kompliziert. 1, 2, 3 rote haben wir hier. 3. Dann grün haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hätte ich jetzt gesagt, oder? Und lila sind viele. Also wir sind jetzt bei Rätsel 4. Ich habe auf WoW-Head gesehen... Oder sind wir jetzt bei 4 oder 5? 1, 2, 3. Ne, das ist... Da haben Leute schon mal ein bisschen... Haben Leute schon mal ein bisschen was aufgeschrieben. Aber das kann nicht passen. Da hat jemand gesagt, das sind... Okay, also da bin ich jetzt... ein bisschen raus. Ich schaue jetzt nochmal wegen grün. Also, ich glaube, ich muss es einmal ablaufen. 1, 2, 3. Geht das da komplett durch? 4, 5, 6 ist es hier. 7, 8, 9. Da hatte ich angefangen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, ja. Okay. Und die lilanen, tja, das ist jetzt eine Sache. Ich glaube, ich zähle jetzt mal ein bisschen und dann gucken wir mal gleich, ob meine Antwort stimmt. So, Dala, ich habe mich jetzt noch ein bisschen umgeguckt. Und zwar, also grün habe ich nochmal gezählt, das müssten 10 sein. Rot sind 3, ne? Und für die Lilanen, da gibt es auf WoW Head eine Berechnung. Und zwar hat man eine Berechnung P mal, Klammer auf, P minus 1, Klammer zu, geteilt durch 2, minus G minus R. Und P sind quasi die lila Kerzen, G sind die grünen Linien, also die äußeren, und R sind die roten Flammenlinien. Und mit der Formel soll man anscheinend hinkommen. Ich habe das jetzt einmal schon durchgerechnet und bin auf 32 gekommen. Ich versuche es jetzt euch nochmal vorzurechnen. Also wir nehmen erstmal P und das sind die lilanen Kerzen. Die habe ich vorhin schon mal gezählt, das sind 10 Stück. Ja? Und dann haben wir 10, ne? Und dann haben wir quasi mal, Klammer auf, P minus 1, also 10 minus 1 sind 9, also müssen wir es mal 9 rechnen. Dann sind wir bei 90. Dann müssen wir das Ganze durch 2 teilen. Dann müssen wir es minus G rechnen. Und G sind die grünen Linien. Die hatten wir ja gezählt. Das waren 10, also minus 10. Und dann minus R. R sind die roten Flammenlinien, minus 3. Und dann sind wir bei 32. Und jetzt gucken wir mal, ob das richtig ist. Ja, das war richtig. Also die Berechnung geht so auf. Und jetzt können wir eigentlich dasselbe nochmal machen. Jetzt haben wir quasi erstmal wieder die roten Flammenlinien. Das sind 3. Ne? Also es hat sich nicht geändert. 1, 2, 3. Dann haben wir die grünen Linien. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also 16. Falls ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und dann nehmen wir jetzt wieder die Berechnung. Das sind auch 16 Kerzen, ne? Also P waren die 16 Kerzen. 16 mal P minus 1, also 15 dann, mal 15 sind 240, achso, ich ziehe es euch rein, 240 sind das. Dann rechnen wir es durch 2, dann haben wir 120. Dann minus G, G sind die Anzahl der grünen Linien, das haben wir gerechnet, sind 16, also minus 16. Und dann rechnen wir das Ganze noch minus R, die roten Linien, also 3, müssten wir 101 haben. So, jetzt klicken wir das Ding hier an und gucken mal, ob wir auf 101 hinkommen. Okay, irgendwie scheint viel zu sein. Aber wir werden sehen. Holy moly, wie oft muss ich denn da klicken jetzt? Vorsichtig, 101. So, 101, 16, 3 und... Hey, es ist weg. Und jetzt? Ah, jetzt kann ich das Ding looten. Also ich sag's euch, ohne die Berechnung wäre ich komplett aufgeschmissen. Das zu zählen, das willst du nicht. Gut, haben wir das Teil. Ein cooles kleines Rätsel. Und ja, dann haben wir auch das Grimoire und können einmal weiter. Das nächste Grimoire haben wir in der Hexer-Ordenshalle. Heißt, wir müssen einmal nach Dalaran, und zwar das Dalaran auf der verheerten oder auf den verheerten Inseln. Und dort müssen wir jetzt in die Hexer-Ordenshalle. Wenn ihr den Dalaran-Ruhestein habt, könnt ihr euch halt hier direkt hinporten. Und jetzt gehen wir einmal hier neben dem, ne, neben der violetten Zitadelle einmal hier in die Kanalisation runter. Und dann haben wir das Portal für die Hexerordenshalle einmal hier rechts direkt dran stehen. Wenn ihr das da nicht habt, dann habt ihr nie eine Artefaktwaffe in Legion freigeschalten und dann solltet ihr die erst machen. Das ist aber, wenn ihr die Intro-Quest für Legion quasi spielt, die erste Quest in Dalaran, die ihr direkt bekommt. Und ja, da solltet ihr dann auch die erste Artefaktwaffe erspielen können und dementsprechend dann auch hier den Zugang zu der Ordenshalle. Juti, hier müssen wir jetzt einmal rein und zu einem Händler. Und zwar, der hier müsste das sein. Ginji, so rum. Und der hat ein Grimoire hier. Grimoire des Netherwandlertyrannen. Und das können wir uns kaufen für 5000 Gold. Also jetzt nicht ganz günstig. Seid vorsichtig da draußen. Und ja. Das würde ich sagen, lernen wir einmal. Und dann sieht es doch schon mal gar nicht schlecht aus. So, dann gucken wir uns das nächste Grimoire an. Und zwar möchte ich mir Grimoire des abgründigen Dunkelblicks holen und das kriegen wir von Herren Hassassin aus der Instanz Grabmal des Sargeras. Und dazu kann ich in Dalaran auch wieder einen LFR-Teil direkt anmelden. Wir sind einmal in Dalaran hier auf den Koordinaten 64, 55, das ist auch wieder das Legion Dalaran und dann quatschen wir hier mit diesem Kollegen und dann melden wir uns einmal hier an bei den Visionen des Tors der Hölle. Das, achso, ich bin noch in der Gruppe. Moment, da müssen wir jetzt mal kurz rausgehen. Also, so, jetzt nochmal. Also hier Tor der Hölle. Und das müsste uns nämlich in den ersten LFR-Teil reinbringen. Und da müsste der letzte Boss von den von dem LFR-Teil quasi die Lady Hassassin sein. Und ja, da laufen wir jetzt einmal durch. So, interessant. Ich habe jetzt das Grimoire direkt ins Inventar gekriegt, als ich den Boss getötet habe. Also ich habe ihn nicht gelootet, ihr seht. Der Boss liegt da noch mit seinem Loot. Und ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein 100% Drop ist, wenn man es ins Inventar direkt kriegt, ohne den Boss zu looten. Komisch, warum das hier so ist, aber ja. Ihr könnt ihn in jeder Schwierigkeitsstufe machen, aber in LFR müsst ihr halt nicht herfliegen, ne? Das ist halt relativ angenehm. Gut, dann haben wir das Grimoire auch. Grimoire des abgründigen Dunkelblicks. Jetzt sind wir wieder bei dem Anmeldekollegen. Und es gibt noch ein weiteres im Grabmal des Sargeras. Und zwar soll das ein Mob sein vor Kil'jaeden. Und jetzt queuen wir den nächsten Teil. Und zwar Sturz des Betrügers. Da müssten wir nämlich dann zum Endboss kommen. Beziehungsweise wahrscheinlich müssen wir beide Bosse machen, schätze ich mal. Ah nee, wir kommen gleich oben raus. Also nur der Endboss. Dann müsste das der hier sein. Okay, perfekt. Dann muss ich jetzt den Avatar von Sargeras gar nicht umhauen. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier vorbeikommen, ohne dass wir was adden. Dann hauen wir nämlich nur den einen Kollegen gleich mal weg. Also den hier. Schauen wir mal, wie es aussieht mit dem Loot. Ah, wunderbar. Der hat es instant dabei. Also das war jetzt eine schnelle Angelegenheit. Und seht ihr, deswegen ist der LFR praktischer, als wenn ihr da komplett durchlaufen müsst. Gut. Dann haben wir Grimoire Blut... Oh, jetzt habe ich das gar nicht mehr. Blutrauschtyrannen heißt das. Genau. Also das ist dann das zweite hier in der Instanz. Juti, dann sind wir wieder raus. Jetzt können wir gleich zum nächsten LFR weiter. Und zwar haben wir noch ein Item in Antorus, der brennende Thron. Und das kriegen wir dann von der Portalehydrin Hassabel. Und da müssen wir dann einmal nicht die Lichtbresche queuen, sondern ich glaube das zweite hier, verbotener Abstieg. Und da müssen wir mal gucken. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir Eona vorher killen müssen oder ob wir direkt zu ihr durchlaufen können. Nee, seht ihr, da ist die Wand. Heißt, wir müssen wahrscheinlich, ja, seht ihr, hier Eona müssen wir als erstes töten, wenn wir in den LFR gehen. Ja, gut, müssen wir da rein. Bei Eona, falls ihr das nicht kennt, läuft die Sache so, dass ihr einmal sie anquatschen müsst in der Mitte. Und kann ich da... Ach nee, okay, da kann ich nicht durch. Ich muss jetzt das Ding hier umhauen. Also da müssen wir einmal den Boss anquatschen und dann gilt es quasi Wellen zu besiegen. Ist nicht sonderlich schwer. Im LFR ist es relativ freeload, würde ich mal behaupten. In HC Normal geht es auch gut. Im Mythic-Modus ist es ein bisschen tricky. Genau, heißt, wir killen jetzt einmal hier Eona und dann können wir uns einmal zu der Portalehydrin Hassabel weiterbegeben. So, also Eona habe ich jetzt umgenatzt. Jetzt kommen wir einmal zur Hassabel. Und ich hoffe mal, dass die das auch jetzt wieder zu 100% droppt. Also diesmal ploppt auf jeden Fall nichts auf. Wir looten. Ja. Okay. Also wie oft habe ich das jetzt gekriegt? Ich habe das jetzt 4 Mal bekommen. Also das droppt anscheinend zu 100%, sogar zu 400%. Gut, dann haben wir das auch gelernt. Dann können wir hier aus dem LFR raus. Das nächste Grimoire kriegen wir einmal im Sitz des Triumphirats und zwar direkt vom ersten Boss. Und wo ist das? Naja, ihr müsst im Legion Dalaran hier nach Argus, ne? Könnt ihr euch porten. Das ist mittlerweile mit allen Twinks freigeschalten, wenn ihr es, glaube ich, mit einem Char gemacht habt, also die Freischaltung. Und wenn ihr dann hier auf Argus seid, müsst ihr euch von der Windica runterporten, einmal hier zu diesem Portding und dann lauft ihr hier rum zum Instanzeingang, der ist auf den Koordinaten 2156 auf Eredat. Ach, jetzt heißt es ja anders, ne? Früher hieß das Ding nur Makaré, das haben sie umbenannt. Und ja, wenn ihr hier drin seid, haut ihr ein paar Trash-Mobs um, bis ihr den Mob in der Mitte angreifen könnt. Das ist nämlich der erste Boss. Und den klopfen wir jetzt mal um. Und ja, auch hier ist das Grimoire gleich 2-mal drin. Heißt, es wird auch ein 100% Drop sein. Also lernen wir das. Und dann ist das auch einmal aus der Liste raus. Wunderbar, dann gucken wir zum nächsten. Dann sind wir noch im letzten Spot unterwegs. Und zwar bin ich jetzt in der antorischen Ödnis. Also wieder einmal auf Argus und dann antorische Ödnis. Und hier haben wir jetzt einen Mob auf den Koordinaten 71, 67. Und zwar Radix. Und der droppt noch ein Grimoire des Schreckenstyrannen. Und ja, hier haben wir den einmal. Der ist ein bisschen verbuggt. Ich habe den gestern schon mal umgehauen. Da war hier quasi nicht diese World Quest ab. Und dementsprechend steht er hier ganz normal rum. Jetzt ist die World Quest ab und man muss ihn anklicken, um ihn quasi rauszuholen. Und dann kann man ihn auch looten. Wenn er hier normal rumsteht, kann man ihn nicht looten. Und man bekommt dementsprechend auch das Grimoire nicht. Und ja, also heißt, ihr müsst halt warten, bis die World Quest am Start ist. Mir wurde auch gesagt, es gibt hier auf dem Spot 2 World Quests und anscheinend funktioniert es nur bei einem. Also das scheint alles ein bisschen verbuggt zu sein. Müsst halt schauen, dass ihr die richtige World Quest habt. Bei mir war schlummernde Ungetüme. Wenn die World Quest ab ist und ihr ihn quasi anklicken könnt, bevor ihr ihn angreift, dann droppt das. Wenn er normal rumsteht, könnt ihr ihn 20 Mal umhauen. Ich habe es probiert, droppt das leider nicht. Das ist alles ein bisschen komisch. Genau. Gut, dann sind wir eigentlich durch. Das müsste jetzt das letzte Grimoire gewesen sein. Tatsächlich hatte ich jetzt alle First Try gedroppt bekommen. Also ich denke mal, die sind alle 100%. Und das Einzige, was jetzt halt ein bisschen verbuggt ist, ist dementsprechend hier das letzte. Da müsst ihr, wie gesagt, schauen, dass die World Quest am Start ist. Juti, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao.